4 Jahre waren Alena Gerber und Sven Hannawald das Traumpaar. Und heute herrscht Funkstille zwischen den beiden. Hier beim Audi Generations Award in München stehen sie beide auf dem roten Teppich. Da wollen wir natürlich wissen, ob man wenigstens da miteinander spricht. Dazu sage ich nichts. Oha, da ist aber jemand nicht besonders gut auf den Ex zu sprechen. Dabei fing doch alles so gut an. 2009 haben sich die beiden beim Deutschen Filmball kennengelernt und schon 2011 waren sie verlobt. Doch aus der Hochzeit wurde leider nichts. Heute zeigt sich der Ex-Skispringer mit seiner neuen Liebe, der Fußballerin Melissa Thiem, für die er sogar eine Fernbeziehung in Kauf nimmt. Denn der Weg von Svens Heimat München und Melissas Wohnort Wolfsburg ist ja nicht gerade ein Katzensprung. Das ist alles überbrückbar. Mit Auto, Flugzeug. Man macht's für die Liebe. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann soll auch Alena in ihrer Wahlheimat L.A. auch schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden haben. Beide führen also wieder ihr eigenes Leben. Und wenn sie sich berufsbedingt trotzdem einmal treffen, dann ist man ganz Profi und lächelt für die Kameras.